Um ihre Patienten zu schützen, untersagen jetzt einige Krankenhäuser Besuche. Und wie die Altenheime zurzeit vor einer zweiten Corona-Welle geschützt werden, darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Christofczyk, Vorstand des Evangelischen Christophorus-Werks. Guten Abend, Herr Christofczyk. Schönen guten Abend. Ja, wenn man jetzt hört, einige Krankenhäuser untersagen Besuche, was würden Sie sagen? Wie groß ist da die Möglichkeit, dass auch bald welche wieder in Altenheimen eingeführt werden? Wie ist da so Ihre Einschätzung? Ja, alle unsere Anstrengungen im Evangelischen Christophorus-Werk sind darauf ausgerichtet, genau das nicht mehr tun zu müssen. Weil unsere Erfahrung aus der ersten Lockdown-Welle war tatsächlich so, dass die Schäden für unsere Bewohnerinnen und Bewohner durch Vereinsamung, durch Isolation nicht zu verantworten sind. Das heißt, wir versuchen im Moment alles, genau diese Situation zu vermeiden und sind uns da mit der Politik auch sehr einig. Das Ministerium hat auch verlautbart, dass sie mit aller Macht versuchen will, genau diese Situation aus dem Frühjahr für die Altenwohn- und Pflegeheime nicht wiederkehren zu lassen. Also Sie haben aus der Vergangenheit gelernt, dass eben oder mitbekommen, dass die Lebensqualität der Bewohner durch Besuchsverbote eingeschränkt werden und sind jetzt auch, höre ich raus, optimistisch gestimmt, dass das auch gar nicht eingeführt wird. Ja, optimistisch würde ich das nicht nennen. Also ich bin weiterhin sehr besorgt natürlich darum. Und gelernt ist vielleicht auch nicht gerade so der Ausdruck, sondern wir haben einfach nach wie vor die Herausforderung, einerseits unsere Bewohnerinnen und unsere Mitarbeiter zu schützen, also deren Gesundheit zu schützen und auf der anderen Weise die Selbstbestimmung unserer Bewohner zu akzeptieren. Das ist eigentlich ein Dilemma, was nicht oder nur schwer auflösbar ist. Wir bemühen uns da und ich glaube, für uns ist zentral wichtig, wenn die Angehörigen, die Besucher unserer Einrichtungen mitmachen, dann können wir das auch schaffen, gemeinsam mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern wirklich sehr, sehr konzentriert auf die Hygienevorschriften zu achten, vielleicht die Besuche zu reduzieren, nicht ganz einzustellen, aber zu reduzieren, dann glaube ich und bin bedingt optimistisch, dass uns das tatsächlich gelingen kann. Aber es bleibt eine wirklich tägliche Herausforderung. Sind die von Jens Spahn zugesagten Schnelltests da vielleicht zusätzlich auch noch eine gute Versicherung, damit eben ja keine strikten Besuchsverbote mehr eingeführt werden können müssen? Also zunächst erstmal halte ich die Schnelltests, wenn sie denn kommen, tatsächlich für eine Hilfestellung. Da sind aber noch sehr, sehr viele Fragen offen in dem Zusammenhang. Ich fürchte mal nicht, dass die Schnelltests genauso schnell kommen wie die zugesagten Schutzmaterialien in der ersten Welle. Das heißt, die Schnelltests sind bisher noch nicht in unseren Einrichtungen angekommen. Wir müssen auch noch mal klären, wer soll diese Schnelltests überhaupt durchführen? Wie wird das Ganze sozusagen auch vom Management her laufen? Weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade die Fachkräfte, können nun nicht mit der linken Hand unsere Bewohner versorgen und mit der rechten Hand Besucher abstreichen. Also das wird ein Problem. Aber grundsätzlich halte ich diese Schnelltests, wenn sie denn so funktionieren wie angekündigt, für eine große Hilfe auf diesem Weg zu vermeiden, dass unsere Einrichtungen schließen müssen. Wie sieht denn die aktuelle Situation in den 11 Einrichtungen des Christophorus-Werks generell aus? Also wie wird da vielleicht eine Balance zwischen den Besuchen und den Infektionsschutzregeln gehandhabt? Also im Moment ist die Situation, und das ist schon seit längerem so, sehr ruhig angespannt in unseren Einrichtungen Evangelischen Christophorus-Werk. Das heißt, wir haben vereinzelt ganz wenig asymptomisch Bewohner, die in ihren Quarantäneorten sind, aber recht wenige an der Stelle. Wir sind in jeder Einrichtung so mit unserem Besuchskonzept, dass alle Besucher gefragt werden nach Symptomen, Fieber gemessen wird. Und von daher schaffen wir es im Moment mit viel Aufwand, eigenem Personalaufwand, das ganz gut zu regeln. Wenn nur die Zahlen jetzt so steigen, wie im Moment in Duisburg, letzter Stand, glaube ich, knapp um 100 pro 100.000 Einwohner, ich glaube 480 infizierte Menschen in Duisburg, dann wird natürlich diese Anstrengung zunehmen müssen. Also von daher ist das auch ein bisschen immer abgewägt von der aktuellen Situation. Wir sind demütig geworden. Wir gucken von Tag zu Tag. Im Moment sind wir recht zufrieden damit, dass uns diese schwierige Situation bisher noch erspart geblieben ist, dass wir wirklich einen großen Ausbruch in unserer Einrichtung hätten. Ja, Sie haben es ja gesagt, einen großen Ausbruch an Corona-Fällen hatten Sie nicht. Es gab in anderen Altenheimen aber schon einige Corona-Fälle, vereinzelte auch bei Ihnen. Sie haben es gerade am Anfang schon ganz kurz gesagt, wie aber nochmal vielleicht kurz nochmal näher darauf eingehen, wie denn dann eine Quarantäne im Altenheim abläuft. Also ist dann jeder Betroffene für sich im Zimmer und darf da auch nicht raus. So läuft das dann eine Quarantäne im Altenheim ab. Ja, es läuft ähnlich ab wie auch in unserer häuslichen Umgebung. Also es ist so, wenn Sie positiv getestet sind, dann wird die Quarantäne in Ihrem Einzelzimmer mit Bad in dem Haus, in der Einrichtung stattfinden.
Wobei ich auch nochmal sagen möchte, die Wirklichkeit und Realität in unseren Häusern ist ja auch so, dass wir einen hohen Prozentsatz an dementiell gerontopsychiatrisch veränderten Bewohnerinnen und Bewohner haben, die diese Situation gar nicht erfassen können. Das heißt, das ist ein großes Problem. Wie wollen Sie einem Menschen, der hoch dementiell ist, mit Weg- und Hinlauftendenzen erklären, dass er jetzt in die Quarantäne muss? Also das ist ein Riesenproblem in den Einrichtungen. Und es hört sich jetzt so an, als ob das alles einfach zu managen ist. Es ist sehr schwierig mit all den Problemen, die der Alltag in so einer Einrichtung hat. Aber prinzipiell läuft es so, dass die Menschen dann in ihren Zimmern in der Quarantäne sind, in der Regel das auch gut akzeptieren und verstehen. Und von daher das auch relativ unproblematisch bisher bei den relativ geringen Zahlen im Christoph-Wolfs-Werk auch funktioniert. Und wie wird sich dann um die Infizierten und um die negativ getesteten Bewohner gekümmert? Gibt es dann da zwei Teams? Wie wird das bei Ihnen in den Einrichtungen geregelt? Na, bei der geringen Zahl, die wir jetzt haben, gibt es noch keine eigenen Teams, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in die Zimmer gehen, der Menschen, die in Quarantäne positiv sind, müssen natürlich mit hohen Ansprüchen an die Schutzkleidung etc. pp. Die Versorgung der Menschen machen. Und wenn die Zahlen steigen, was wir nicht hoffen, haben wir im Evangelischen Christophoruswerk eine Isolierstation mit insgesamt 20 Plätzen vorbereitet, die wir für den Fall der Fälle dann auch so nutzen können, dass ein eigenes Team auf diesem Wohnbereich positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner versorgen könnte. Wir hoffen aber eben nicht, dass es dazu kommt, sind aber vorbereitet. Das sagt Ulrich Christofschick, Vorstand des Evangelischen Christophoruswerks. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Dankeschön. Bitte sehr.